Herzlich willkommen. In der dritten Woche von Software Engineering Praxis müssen wir uns jetzt langsam um das Thema Planung kümmern. Ein ganz wichtiger Teil der Planung ist das Thema, welche Ressourcen brauchen Sie denn? Dafür würde ich gleich am Anfang ein kleines Beispiel bringen. Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie befinden sich im Jahr, ich glaube 1804 war das, und Sie sind Mitarbeiter vom amerikanischen Präsidenten, dem Thomas Jefferson, und der beauftragt Sie, fahren Sie mal den Missouri entlang und suchen Sie dort Handelswege und kartieren Sie die Gegend. Also die Amerikaner wollten damals an die Westküste durchfahren und im Grunde da sozusagen die Nation von der Ost- bis zur Westküste ausdehnen. So, und jetzt stellen Sie sich Folgendes vor: Sie haben sich das alles gut überlegt und fahren los, sind so einen halben Tag unterwegs und stellen plötzlich fest: Doof, wir haben die Zelte vergessen. Oder blöd, wir sind zwar gefahren, aber jetzt sind leider die Messinstrumente nicht da, das heißt, wir können nicht vermessen. Das sind so klassische Mittel der Ausstattung, und wenn Sie Ausstattung vergessen und nicht da haben, können Sie nicht arbeiten. Das heißt, wenn Sie das Zelt vergessen, müssen Sie draußen schlafen auf der Expedition. Wenn Sie die Messinstrumente vergessen, können Sie die Karte nicht machen. Also Ausstattung ist ein ziemlich zentrales Element, und zu einer guten Expeditionsplanung und zu einer guten Planung von einem IT-Projekt gehört immer auch das Thema Ressourcen. Und das ist uns in vielen, vielen studentischen Projekten richtig auf die Füße gefallen. Auch in meinen praktischen Projekten war das mehrfach ein Thema. So, dann gucken wir uns das Thema Ausstattung, Ressourcen mal genauer an. Also, eine typische Situation in einem echten IT-Projekt: Sie wollen eine Spezifikation schreiben oder Sie wollen irgendwelche Requirements haben oder den Product Backlog füllen. Leider hat Ihr fachlicher Ansprechpartner gerade keine Zeit oder er teilt Ihnen mit, dass er 3 Wochen im Urlaub ist. Und jetzt, was Sie jetzt natürlich nicht machen können: Sie können jetzt nicht 3 Wochen lang die Hände in den Schoß legen. Und Sie können sich auch die Requirements nicht ausdenken. Also, wenn die Situation passiert und der fachliche Ansprechpartner weg ist und Sie haben keinen Vertreter, haben Sie ein Problem. Zweites wichtiges Thema sind Schnittstellen zu Nachbarsystemen. In großen Firmen ist es häufig so, dass einige Systeme in der Hand in Anführungsstrichen von gewissen Zulieferern sind oder von anderen Abteilungen. Und wenn jetzt Ihr System nur dann funktioniert, wenn die Schnittstelle zum Nachbarsystem da ist, also Sie darauf zugreifen können, lesend oder schreibend, haben Sie ein Problem, wenn die Schnittstelle fehlt. Und dann können Sie nicht mehr weiterarbeiten. Das heißt, da haben Sie Zulieferungen, auf die Sie einfach angewiesen sind. Oder Sie brauchen eine Lizenz. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Simulationssoftware verwenden, um irgendwelche, was ich, Luftflüsse durch Gehäuse zu messen, und Sie haben die Lizenz für die Simulationssoftware nicht. Also auch das könnte ein Problem für Sie sein. Also meine persönliche Beobachtung und auch die Beobachtung aus vielen, vielen studentischen Projekten ist: Solche Beistellungen, Zulieferungen, also Nachbarsystemschnittstellen, Lizenzen und so weiter, die kommen eigentlich immer zu spät, und Softwarezulieferungen sind häufig auch in schlechter Qualität. Oder Hardware, die Sie brauchen, ist nicht lieferbar, oder sie fällt aus, wenn Sie die gerade brauchen. Das heißt, dann haben Sie jetzt mit Ach und Krach eine VR-Brille bestellt und dann fällt die Ihnen runter und ist plötzlich kaputt. Oder Sie haben irgendein Bauteil in einem Quadrocopter und der Quadrocopter fällt runter und Sie brauchen dann wochenlang, um die Dinger nachzubestellen. Also um solche Situationen geht das. Und das Problem, was daraus erwächst, ist in allen Fällen: Sie können vielleicht nicht weiterarbeiten, denn für gewisse Themen brauchen Sie zwingend Hardware. Man kann ein bisschen drumherum arbeiten natürlich, um fehlende Elemente, dass man irgendwie so einen Adapter schreibt oder sowas, und dann das eigentliche Gerät das später ergänzt. Es wird auf jeden Fall Ihre Planung durcheinander gebracht, und Fehlen von Beistellung ist ein gewisses Risiko, und damit müssen wir umgehen. So, also das heißt, Sie müssen sich am Anfang des Projektes die Frage stellen: Was brauchen wir, um erfolgreich unsere Mission durchzuführen? Also was ist komplett erforderlich? Und dazu brauchen wir einfach eine vollständige Liste von allen Sachen, die man braucht. Also das heißt, was brauchen wir? Sie brauchen zwingend einen Ansprechpartner beim Auftraggeber, der Ihnen die Requirements sagen kann. Sie können sich die Sachen ja nicht selber ausdenken. Sie brauchen eigentlich einen Product Owner, wenn Sie Scrum machen wollen, und der ist auf Kundenseite. Sie können auch da, der ist ja für die Requirements im System verantwortlich, der soll priorisieren. Das heißt, der muss zwingend auf Kundenseite sein. Das können Sie selber nicht leisten. Sie können selber den so ein bisschen emulieren, wenn das sozusagen Fachabteiler ist und kein Softwaretechniker, durch so ein PO-Proxy, aber Sie brauchen letzten Endes jemanden, der die Entscheidung auf Kundenseite trifft, speziell in agilen Projekten. Und diese Sachen, die sind häufig sehr spät, oder und man muss halt lange verhandeln oder sowas.
Deswegen ist es wichtig, die Sachen rechtzeitig einzuplanen. Also wenn Sie einen vielbeschäftigten Menschen heute fragen, ob er morgen 5 Stunden Zeit hat, wird er wahrscheinlich Nein sagen. Wenn Sie den fragen, hast du nächste Woche 5 Stunden Zeit, wird er wahrscheinlich auch Nein sagen. Also da brauchen Sie einen gewissen Vorlauf. Das ist also auch gar keine böse Absicht, dass solche Zulieferungen, Ansprechpartner zu spät kommen, sondern das sind einfach die Constraints in einem großen Unternehmen, mit denen man rechnen muss. Und deswegen, da man damit rechnen muss, und Sie müssen sich auch klar machen, wenn Sie einen Ansprechpartner brauchen und der 5 Stunden investiert, muss ja jemand diese 5 Stunden auch bezahlen. Das heißt, auch intern muss im Unternehmen klar sein, dass Ansprechpartner Geld kosten und das muss auch finanziert sein. Und da diese Constraints jetzt wirklich auch über Abteilungsgrenzen hinweggehen, ist es wichtig, dass Sie eigentlich diese ganzen Sachen, die Sie brauchen, also in einen Vertrag reinschreiben. Also selbst wenn Sie nur einen agilen Vertrag machen, auch da müssen Sie sich vom Kunden zusichern lassen, dass der Ihnen PO bereitstellt. Sonst können Sie das Projekt gleich lassen. Was brauchen Sie im Team? Womit wir immer rechnen müssen, wir müssen immer was lernen im Laufe des Projektes. Die IT bewegt sich so schnell weiter, dass Sie eigentlich selten ein Projekt machen können mit einer Technologie, die Sie vollständig zu 1000% beherrschen. Meistens ist irgendwas Neues dabei und das Neue muss man sich einarbeiten, fachlich wie technisch. Also muss man sich überlegen, was können wir schon, was wir für das Projekt brauchen und vielleicht müssen wir noch wo einen Kurs belegen. Zum Beispiel, wenn Sie noch nie ein Projekt gemacht haben mit Unity, müssen Sie die Schulung in Unity mit organisieren. Das gehört dazu, auch Ihre Kenntnisse, also Ihr Gehirn ist quasi auch eine wichtige Ressource des Projektes. Und wenn Sie die Einarbeitungszeit nicht genügend reinrechnen, dann erzeugen Sie damit Folgekollateralschäden. Dann frickeln Sie das irgendwie so hin, nehmen das Erstbeste und das sind so ganz klassische menschliche Biase, dass Sie irgendeine Lösung wählen, die Ihnen als erstes einfällt, die funktioniert, ist meistens nicht die beste. Und Sie haben sozusagen durch diese Einarbeitungsgeschichten und wir schaffen das schon und liest hier mal ein Buch durch und kann man doch mit YouTube-Videos machen, kriegen Sie das schon irgendwie hin, aber wahrscheinlich in verbesserungsbedürftiger Qualität. Also die Erstlingswerke sind immer Schrott. Und da muss man ein bisschen schauen, dass man das Erstlingswerk vielleicht nicht ganz so schrottig baut durch Einarbeitung. Und Zulieferung Dritter, also wenn Sie was von der Nachbarfirma brauchen oder was bestellen müssen und so weiter, auch da müssen Sie aufpassen, dass Sie das rechtzeitig an Land kriegen. Und auch da wieder, die Sachen kommen häufig zu spät oder vielleicht nicht in der benötigten Qualität. Das ist einfach Erfahrungstatsache. Damit müssen Sie rechnen. Dann müssen Sie Ihr Projekt sozusagen so organisieren, dass Sie die Qualität vorher sicherstellen oder dass Sie die Liefertermine setzen, bevor Sie es wirklich brauchen, damit Sie die Qualität noch kontrollieren können oder Nacharbeiten möglich sind. Also deswegen sage ich immer, das ist gar keine böse Absicht, dass man sagt, die Qualität ist immer schlecht, also keine Kritik an jemandem, sondern eher planen Sie genug Puffer ein und fordern Sie die Sachen, die Sie brauchen, rechtzeitig ein. Darum geht's. Also was heißt es konkret? Erstens, wenn Sie einen Product Owner haben, brauchen Sie nicht einen Product Owner, Sie brauchen eigentlich anderthalb. Warum? Wenn Sie ein Jahr lang zum Beispiel durchgehend arbeiten, wird Ihr Product Owner ja mal krank sein. Der ist vielleicht in Quarantäne. Der darf auch mal Urlaub machen oder ist auf einer Schulung. Das heißt, er wird große Teile des Jahres auch nicht für Sie verfügbar sein. Zum Beispiel während seiner Urlaubszeit. Und dann brauchen Sie einen Vertreter. Also reicht Ihnen nicht 100% Product Owner, sondern mindestens 120%. Also Product Owner plus ein echter Vertreter. Also ein wichtiges Learning aus vielen Projekten. Sie brauchen projektfremde Mitarbeiter beim Auftraggeber. Das heißt Ansprechpartner im Fachbereich. Und da muss auch klar sein, wer bezahlt die in der Zeit, wo sie für sie arbeiten. Wer sagt denen, dass sie wirklich mit ihnen reden sollen? Ich meine, wenn die Tagesgeschäft haben und deren Erfolg wird am Tagesgeschäft bemessen, warum sollten die sich überhaupt mit ihnen unterhalten? Und da muss ein Anreiz da sein oder zur Not eine Order vom Chef. Sie brauchen vielleicht Leute, die Ihnen die Datenbanken freischalten oder neue Tabellen erzeugen, also so IT-Administration. Vielleicht brauchen Sie spezielle Beratungsleistungen, weil der Kunde irgendein esoterisches Datenbankmanagementsystem hat, was Sie einfach sich nicht über YouTube-Videos erschließen können. Oder wo Sie spezifische Optimierungen vornehmen müssen. Was brauchen Sie an materiellen Bereitstellungen? Auch da gibt es ein paar Sachen, auf die man vielleicht angewiesen ist. Beispielsweise Übertragungsbandbreite, Sie brauchen Rechner, Hardware, CPU-Minuten, CPU-Stunden, vielleicht einen Cloud-Zugriff. Vielleicht brauchen Sie einfach Speicherplatz irgendwo. Vielleicht Lizenzen für spezifische Software, die der Kunde beschaffen muss. Also ich meine, vieles kriegt man ja inzwischen irgendwie Open Source oder lizenzkostenfrei, aber die Profi-Tools kosten nach wie vor zu Recht eine ganze Menge Geld. Und das muss ja auch jemand bezahlen. Und das ist entweder Sie oder der Auftraggeber. Wie gesagt, das muss man halt vertraglich sehen, wer das dann am Ende bezahlt. Und Büroarbeitsplätze, wenn Sie sozusagen im Team mitarbeiten müssen, brauchen Sie vielleicht einen Schreibtisch
Vielleicht sogar einen Firmenlaptop wegen Compliance-Regeln und so weiter. Also da hängt eine ganze Menge an Sachen dran. So, das waren mal so die Sachen, die Sie von außen kriegen. Jetzt ist die Frage, was haben Sie teamintern zur Verfügung? Auch da haben wir ein paar Ressourcen, die man sich einfach mal überlegen sollte. Also Punkt 1, wie viel Zeit haben Sie überhaupt pro Woche übrig? Also was ist so die Menge der Aufwandsstunden, mit denen Sie planen können? Also eine normale Arbeitswoche hat so 35 bis 40 Stunden. Studentische Arbeitswoche, also für das Projekt, wo ich jetzt dieses Video drehe, das sind so, sagen wir mal, so 8 bis 11 Stunden pro Woche, die man Zeit hat. Vielleicht sind alle Projektmitglieder noch in verschiedenen anderen Projekten verplant. Also sie haben wahrscheinlich in seltenen Fällen wirklich mal komplett 40 Stunden pro Nase zur Verfügung. Und Sie sollten nicht zu sehr mit Überstunden kalkulieren oder Wochenendarbeit. Das ist ja Ihr Puffer für schlechte Zeiten. Und den brauchen Sie eigentlich schon, wenn Risiken eintreten. Dann brauchen Sie natürlich eine Liste, wann sind die Leute überhaupt verfügbar. Also das heißt, wann können Sie die Stakeholder erwischen, wann dürfen Sie Retro-Termine machen und so weiter und in welchem Umfang haben Sie die Leute zur Verfügung. Also für einen Fachabteiler müssen Sie auch wissen, den können Sie jetzt pro Woche 3 Stunden lang belästigen. Vielleicht muss man es nicht ganz so explizit machen, aber dem Fachabteiler muss klar sein, brauchen Sie den jetzt nur 10 Minuten pro Woche oder einen halben Tag pro Woche. Das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Vielleicht haben Sie ein Budget fürs Projekt? Also wenn es ein Werkvertrag ist, ist ein ganz klassisches Budget da. Das ist nämlich genau das, der Preis, den Sie im Werkvertrag versprochen haben. Zu dem müssen Sie es liefern. Das ist Ihr Projektbudget. Vielleicht gibt es weitere Budgets, also in Euros, wo Sie jetzt Hardware und Software verkaufen können. Also welches Budget haben Sie? Was haben Sie an Arbeitsumgebung zur Verfügung? Das ist ja eine wichtige Ressource. Haben Sie virtuelle Tools, mit denen Sie arbeiten können, wie Miro und GitLab und solche Dinge? Oder haben Sie ein gemeinsames Büro, wo Sie mit Miro und GitLab in Teilen durch Whiteboards und Klebezettel ersetzen können? Ausrüstung brauchen Sie einiges. Also, und wenn es nur Klebezettel und Stifte sind, auch die kosten Geld. Cloud-Infrastruktur, Laptops und so weiter. Und eine wichtige Ressource ist, was Sie brauchen, ist Training oder eigentlich Wissen. Das ist auch eine Ressource, auf die Sie zugreifen können. Also wie viel Erfahrung haben Sie im Team? Was können Ihre Leute und wie gut können die das? Und was ist eigentlich erforderlich für das Projekt? Also all das brauchen Sie. Das ist sozusagen der Vorrat, den Sie haben. Und jetzt muss man eigentlich gucken, passt das für das Projekt und wie setzen Sie die Ressourcen, die Sie haben, geschickt ein, dass Sie die Projektziele erreicht kriegen. So, hier mal ein Beispiel. Wie man sich jetzt sowas klar machen kann. Man kann zum Beispiel so eine Skill-Matrix machen. Sie überlegen sich die Technologien, die Sie brauchen. Hier so diese Skills, Java, Spring Boot, JavaScript, React.js von mir aus als GUI-Technologie und OAuth 2. Und dann gucken Sie, wer kann im Team was? Und dann macht es natürlich vielleicht Sinn, dass, wenn man hier mal die Plus anschaut, dass Gerd hier vielleicht die Java und Spring Boot Sachen macht, während Martin vielleicht eher den Client macht mit JavaScript und Andreas vielleicht auch eher so auf Client-Seite eingesetzt wird. Und Sie stellen hier fest, doof, OAuth 2 kann keiner von uns, da müssen wir uns doch noch auf und aus besorgen oder da muss sich jemand einarbeiten. Und diese rot gemalten Sachen, das sind jetzt die Sachen, wo Sie dann möglichst schnell klären müssen, wie können wir uns da das Know-how beschaffen und wie komplex ist das Know-how. Ne? Ist das irgendwie, gucke ich mir 10 Minuten YouTube-Video und kann das oder brauche ich dafür eine einwöchige Schulung? Das ist schon ein Unterschied. Das müssen Sie natürlich vorweg wissen und einplanen. Das heißt, versuchen Sie so früh wie es geht, diesen ganzen Schulungsbedarf, Einarbeitung, gemeinsame Session, Hands-on-Training, was auch immer Sie da brauchen, das früh zu organisieren, weil das auch Zeit kostet. Und das Wissen müssen Sie ja dann da haben, wenn es um die Details der Entwicklung geht. So, wir wechseln mal ganz kurz in ein Werkzeug, das bei uns in der Lehre sehr häufig eingesetzt wird. Das hat die Kollegin Förster aufgetrieben. Das erwähne ich immer wieder, weil ich hier sehr dankbar bin dafür, weil das wirklich ein großartiges Fundstück ist sozusagen. Ich zeige das mal ganz kurz. Das ist Miro. Sehen Sie hier miro.com und ich habe jetzt hier mal ein Board erzeugt. Und da würde ich jetzt Ihnen eine Technik zeigen, wie man das vielleicht machen kann. Das heißt, ich würde hier einfach einen Zeitstrahl spendieren, das hier so ein bisschen verdeckt. Also einen Zeitstrahl spendieren und würde jetzt hier einfach die, wir machen so 3 Sprints, das heißt, die könnte man mal kurz einzeichnen. Ich kann jetzt hier sagen, das ist der Start des Projektes. Sprint 1, Ende, dass man hier immer sagt, okay, also das brauchen wir bis zum Ende des ersten Sprints. Sprint
2 Ende und Sprint 3 Ende. Das Schöne an dieser, an dieser Klebezetteltechnik ist, das können Sie zum Beispiel, kann ja jeder davor setzen. Miro gibt es her, dass Sie sozusagen als Gruppe daran arbeiten können. Jeder sitzt zu Hause und hat wirklich sein Webclient offen und kann mit Miro arbeiten. Und Sie können die Tonspur zum Beispiel mit Zoom oder einem anderen Konferenzwerkzeug übertragen. Also dann haben Sie sozusagen die Personen, die Kamerabilder und so weiter in Zoom drin und Sie haben hier mit Miro die Klebezetteltechnik. Und was man jetzt im Team machen kann, ist, man kann sich sozusagen virtuelle Klebezettel verkleben und ich führe Ihnen mal vor, wie man das machen könnte, um mal sich so einen Überblick zu verschaffen, welche Ressourcen zu welchem Zeitpunkt brauchbar sind. Also wir haben beispielsweise ein Projekt, wo wir so eine virtuelle Konferenz bauen wollen, zusammen mit der Firma NTT Data. Und da brauche ich natürlich, wenn ich jetzt VR-Sachen machen will, da war eine Technologieentscheidung, ein Oculus Quest zu verwenden. Das ist eine VR-Hardware. So. Die brauche ich wahrscheinlich relativ schnell, weil sich die Leute einarbeiten müssen. Das heißt, ich kann hier sagen, ich brauche also als Ressource viermal Oculus Quest. Und zwar relativ früh im Projekt. Das heißt wahrscheinlich kurz nach dem Start. So, was brauche ich dann? Dann überlege ich mir, brauche ich leistungsstarke Hardware? Da könnte man sagen, naja, die meisten, die Laptops, die wir haben, reichen aus. Also entscheide ich mich, brauche keine Hardware. Dann kann ich mich vielleicht noch entscheiden, was brauche ich noch? Jetzt bauen die Studierenden die Software auf der Basis des sogenannten Photon, eines Photon-Servers. Also brauche ich hier eine Space Lizenzen. Jetzt kann ich mir überlegen, wann brauche ich die denn spätestens, die Lizenzen? Das heißt, die brauche ich dann, wenn ich hier die Einarbeitung durch habe und ich dann wirklich an der Produktivsoftware arbeiten will, weil damit ich mit der arbeiten kann, brauche ich so eine Lizenz. Da kann ich überlegen, na, den technischen Durchstich baue ich auf jeden Fall vor dem Ende des ersten Sprints. Da muss ich so 2 Tage davor anfangen. Also brauche ich diese SpaceHub-Lizenz vielleicht im ersten Sprint. So, mache ich weiter. Was brauche ich noch? Ansprechpartner, Kunde. Ansprechpartner Kunde. Und zwar brauche ich den wahrscheinlich für die ersten 2 Stunden pro Woche. Und zwar auch schon eigentlich ab der ersten Minute des Projektes. Das muss ich klären, dass mir irgendjemand die Requirements erzählen kann. Sehen. Und jetzt geht das hier weiter mit weiteren Elementen. Vielleicht brauche ich hier irgendwelche Assets bei Unity. In Unity. Ich brauche vielleicht hier irgendwann am Anfang nochmal eine Unity-Schulung. Das heißt, das brauche ich wahrscheinlich relativ gleichzeitig zu den Quests. Jetzt kann ich mir überlegen, brauche ich noch eine Unity-Lizenz? Und Sie sehen, das geht jetzt so Stück für Stück hin und her. Und das Team überlegt sich, wann Sie was brauchen. Das Schöne an so einer Workshop-Technik, wie Sie das mit Miro remote machen können oder an der Klebezettel-Technik, wenn Sie ein Whiteboard hätten, ist, jeder im Team kann was beitragen, jeder kann seine Idee auf so einen Zettel schreiben und Sie haben durch so eine Strukturierung des Klebezettelhaufens, haben Sie durch diesen Zeitstrahl, sodass Sie sagen können, wann brauchen Sie eigentlich welche Ressource. Und man kann auf die Klebezettel ja noch draufschreiben, in welchem Umfang. Und jetzt sehen wir, naja, also wir brauchen wohl die ganzen Ressourcen hier relativ stark am Projekt anfangen und am Ende brauchen wir nichts. Leere Fläche fühlt sich immer so ein bisschen komisch an. Das heißt, man könnte jetzt noch überlegen, brauchen wir vielleicht im Nachgang hinten raus noch irgendwelche Ressourcen. Sie spielen jetzt sozusagen Stück für Stück das Projekt im Kopf durch und überlegen, habe ich jetzt wirklich alles? Also wir simulieren sozusagen den Projektablauf im Kopf und versuchen sozusagen relativ detailliert durchzuspielen, was passiert im Projekt, um vielleicht noch drauf zu kommen, wo Sie vielleicht noch einen Experten wissen oder eine physische Ressource brauchen. Und am Ende des Tages entsteht dann eine Ressourcenliste erstmal so als Zeitstrahl. Um die Ressourcen jetzt etwas, sagen wir mal, strukturierter abzuarbeiten, könnte man sich einen Einkaufszettel herstellen, also einfach eine Tabelle mit allen Ressourcen, die man braucht. Diese Struktur habe ich jetzt ein bisschen aus dem Lift-Off-Buch von der Diana Larsen abgeschrieben. Das kann man vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Ich habe hier sozusagen die Ressource, die ich brauche. Also ich brauche Oculus Quest Köln, einen Amazon-Zugang für den Sprachserver, Unity-Kenntnisse, leistungsstarke Rechner, Backend und so weiter.
Und ich kann mir überlegen, vieles von dem Zeug habe ich vielleicht schon. Also gibt es eine Tabelle, wir haben. Ein paar Sachen fehlen mir noch. Also wenn ich 5 Brillen brauche und 3 Herbst brauche, fehlen mir natürlich 2. Und dann muss ich hier, das ist eigentlich das Wichtige, benennen, wer kümmert sich drum. Wenn Sie da kein benennen, passiert es nicht. Also wer ist dafür verantwortlich? Also wer wird gegrillt, wenn das nicht da ist? Und bis wann soll das da sein? Und diese Bis-Wann-Daten, die haben Sie ja dann aus dem Zeitstrahl erzeugt. Und auch diese Wir-brauchen-Daten haben Sie ja gerade mit dem Zeitstrahl in Miro gebrainstormt. Also so eine oder so eine ähnliche Tabelle brauchen Sie. Man kann die jetzt abhakbar machen oder die benötigten Ressourcen als Tickets formulieren. Das können Sie dann im Projekt machen, wie es Ihnen am besten taugt. So, das war so ein grober Schnellüberflug über das Thema Ressourcen. Ich möchte nochmal betonen, es ist ganz wichtig und entscheidend, auch in einem Scrum-Projekt sich zum Thema Ressourcen Gedanken zu machen. Zum Beispiel eine VR-Brille hat gerade Lieferzeiten und wenn Sie die nicht rechtzeitig bestellen, können Sie im Projekt nicht gescheit arbeiten. Und das Problem ist ja, jede Stunde, die Sie rumsitzen, kostet auch Geld. Jede Stunde, die Sie rumsitzen, verzögert Ihr Projekt. Insofern sollten Sie versuchen, die Ressourcen rechtzeitig dazu haben, dass Sie sich selber auslasten können. Also zum richtigen Zeitpunkt die Arbeit leisten können. Denn wie gesagt, das Rumsitzen, das ist dann im Zweifelsfall Ihre Freizeit und das wäre blöd. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes geht es weiter mit Risiken, denn Lewis und Clark zum Beispiel, wenn wir zu dem Anfangsbeispiel zurückgehen, werden ja das Problem haben, die muss sich auch überlegt haben, was mache ich denn, wenn das Risiko eintritt, ich fahre mit dem Boot über den Fluss und dann kommt ein Krokodil. Wie gehe ich mit dem Risiko um, dass mich das Krokodil vielleicht angreift? Und solche Krokodile gibt es natürlich auch in der Softwaretechnik und das schauen wir uns beim Risiken nochmal genauer an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.